Hallo und herzlich willkommen zum dritten Spieltag der Orakliga in dieser Saison. Und ich habe heute wie immer vier Stickerpäckchen am Start bei folgenden Partien. Hier an diesem Freitagnachmittag, wo es schon ziemlich dunkel ist. Also man merkt schon, dass es Herbst wird. Gladbach gegen Leipzig haben wir da. Dann haben wir Bayern gegen Mainz, Leverkusen gegen Hoffenheim, Wolfsburg gegen Paderborn, Freiburg gegen Köln. Dann geht es weiter mit Schalke gegen Hertha, Union Berlin gegen Borussia Dortmund, Werder Bremen gegen FC Augsburg und Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf. Das sind also die Partien und ich würde sagen, wir starten gleich rein in die erste Halbzeit. Wir starten gleich rein mit Amin Harit von Schalke 04 und das ist das frühe 1:0 für Schalke gegen Hertha. Gegen den Meister der letzten Saison, das war Hertha. Ihr werdet die Tabelle hoffentlich noch sehen irgendwann im Video. Dann Dennis Augo für Stuttgart. Ja, und Stuttgart-Stickerzellen für Köln. Ihr wisst es ja aus den letzten Videos und somit führt Köln 1:0 gegen den SC Freiburg. Dann Doppelschlag Werder Bremen 2:0 für Bremen gegen Augsburg. Dann Waldemar Anton für Hannover 96 und die Sticker von Hannover zählen für Union Berlin und somit führt Union Berlin tatsächlich gegen Borussia Dortmund wie in Real Life auch, da tatsächlich Union Berlin überraschend gewonnen gegen Dortmund. Und auch hier führen sie mit 1:0 und dann haben wir noch Mohic Doppelkamp vom MSV Duisburg. Weiter geht's mit dem zweiten Päckchen in der ersten Hälfte. Da haben wir in Hoffenheim nämlich Steven Zuber und er macht das 1:0. Für Hoffenheim im Spiel gegen Leverkusen Hüder war es ja torlos, was da schon ein bisschen ja, unerwartet war. Dann Jonathan de Guzman für Frankfurt. Frankfurt somit 1:0 Führung gegen Düsseldorf. Dann Martin Hanek legt nach für Werder Bremen 3:0 schon für die Werderaner gegen Augsburg. Doppelschlag für Freiburg und somit dreht der SC Freiburg das Spiel, führt jetzt mit 2:1 gegen Köln. Und der Ausgleich für Fortuna Düsseldorf. Alfredo Morales gleicht aus für Düsseldorf, somit hier ein 1:1. Und das war es auch schon in der ersten Hälfte. Es gibt drei torlose Spiele, unter anderem Gladbach gegen Leipzig. Das ist ein Spiel, wo auch eigentlich immer Tore fallen, genauso wie bei Bayern Mainz. Das ist auch 0:0. Hoffenheim führt schon 1:0 gegen Leverkusen. Wolfsburg-Paderborn noch torlos, 0:0. Freiburg hat das Spiel gedreht, 2:1. Jetzt die Führung gegen Köln. Dann Schalke 1:0 vorne gegen Hertha. Union Berlin führt gegen Dortmund 1:0. Werder Bremen sogar schon 3:0 vorne. Da dürfte das Spiel schon durch sein für die Bremer. Und dann Frankfurt gegen Düsseldorf. Da ist noch alles hin beim 1:1 Zwischenstand. Die zweite Hälfte startet mit Paco Alcácer. Er trifft für Borussia Dortmund. Hat der auch in Real Life tatsächlich einen Ausgleich gemacht gegen Union Berlin. Im Zwischenzeitlichen auch hier. In der Oakliga. Marcel Sabitzer trifft zum 1:0 für Leipzig gegen Gladbach. Dann der Anschlusstreffer vom FC Augsburg. Yücel Kuh trifft für Augsburg zum 1:3. Also wenn tatsächlich noch eine Powerkarte kommt von Augsburg, wäre das der Ausgleich. Aber somit führt Bremen weiterhin mit 3:1. Dann das 1:0 für den VfL Wolfsburg. Der Kapitän trifft Joshua Guilavogui. Trifft zum 1:0 gegen Paderborn. Aber Paderborn hat tatsächlich die passende Antwort parat, weil die Nürnberg-Sticker zählen für Paderborn. Somit jetzt auch hier wieder 1:1. Schneller Ausgleich, vielleicht ein Konter oder so. Ein Spiel haben wir noch, wo es noch keine Tore gefallen sind, nämlich Bayern gegen Mainz. Mal schauen, ob es da so bleibt. Und jetzt geht's rein in die Schlussphase. Die meisten Spiele sind dann noch offen. Eigentlich sind sogar alle Spiele noch offen. Also der Ausgang aller Partien ist noch möglich. Letztes Pack somit in diesem Video. Nabil Bentaleb macht das 2:0 gegen Hertha und das war vielleicht schon die Vorentscheidung. Ja, Dominik Kor gleicht erstmal aus für Leverkusen 1:1 jetzt in diesem Spiel Leverkusen-Hoffenheim. Ziemlich viele Unentschieden. Und da ist der erneute Anschlusstreffer für Augsburg. Daniel Bayer, der Kapitän, trifft zum 2:3 gegen Bremen. Also ein Tor brauchen die Augsburger noch für einen Punkt gewinnen. Ja, das ist jetzt ein bisschen bitter für Wolfsburg, weil Kun Castells Torwart, ja, die Keeper erzählen ja keine Tore. Und dann haben wir noch André Petrak und das ist doppelt bitter für Wolfsburg, weil das ist das 2:1 für Paderborn tatsächlich.
die hier tatsächlich überraschend 3 Punkte mitnehmen, aber das alles seht ihr jetzt sowieso in der Ergebnisübersicht. Wie immer gibt es die Ergebnisübersicht und die Tabelle. Dritter Spieltag war das. Leipzig gewinnt 1 zu 0 gegen Borussia Mönchengladbach. Bayern und Mainz das einzig torlose Spiel 0 zu 0. Dann Leverkusen Hoffenheim 1-1 unentschieden. Paderborn gewinnt in Wolfsburg 2-1. Freiburg gewinnt 2 zu 1 zu Hause gegen Köln nach Rückstand. Schalke schlägt Hertha 2 zu 0. Union Berlin holt einen Punkt gegen Dortmund zu Hause 1-1 am Ende. Bremen gewinnt Real Life tatsächlich mit 3 zu 2 gegen Augsburg. Spiel war in echt tatsächlich auch so. Bloß, dass Bremen da nicht 3-0 vorne war, sondern dass Augsburg zweimal ausgeglichen hatte und Bremen dann den Siegtreffer gemacht hat. Und schon wieder ein 1-1 zwischen Frankfurt und Düsseldorf. Also ihr seht schon, wir haben einige Unentschieden dabei. 4 Unentschieden an diesem Spieltag. Dreimal allein 1-1. Also von den Ergebnissen her, ja, sind die nicht zu hoch oder auch nicht zu niedrig. Das passt dann schon mit den 4-Sticker-Päckchen. Ja, ob das alles natürlich dann auch so realistisch ist, das ist eine andere Frage. Aber in der OHG League hat tatsächlich jede Mannschaft die gleichen Chancen tatsächlich, aber es war auch erst der dritte Spieltag, also da kann sich noch so viel verändern. Zum Abschluss des Videos gibt es also noch die Tabelle nach dem dritten Spieltag und die sieht auch etwas gewöhnungsbedürftig aus. Auf Platz 1 sehe ich Schalke 04. Ja, ob sie das auch am Ende der Saison so haben, ich habe das ein bisschen mein Zweifel, weil Schalke wird ja irgendwie nie Meister, aber hier aktuell sind sie auf dem ersten Platz nach 3 Spieltagen mit 6 Punkten. Ebenfalls 6 Punkte hat Paderborn auf dem zweiten Platz, Bremen auf dem dritten und Leipzig auf dem vierten. Also sieht definitiv interessant aus. Weiter geht's dann mit Eintracht Frankfurt, Hoffenheim und Bayer Leverkusen mit 5 Punkten auf den letzten 5 bis 7. Dann einige Teams mit 4 Punkten. Das ist nämlich Borussia Mönchengladbach, der SC Freiburg und VfL Wolfsburg. Dann Teams mit 3 Punkten, nämlich der FC Bayern München und Borussia Dortmund, die auch hier Tabellennachbarn sind, aber ja irgendwo im Niemandsland. Und Mainz hat auch noch 3 Punkte. Dann Teams mit 2 Punkten haben wir auch ein paar, nämlich der FC Augsburg, Union Berlin und Fortuna Düsseldorf mit jeweils 3 Punkten auf dem letzten 14 bis 16 und aktuell auf dem direkten Abstiegsplatz der 1. FC Köln und Hertha mit nur einem Punkt, aber auch da kann sich alles schnell ändern. Es ist nämlich noch alles sehr eng zusammen. Vom ersten bis zum letzten sind es nur 5 Punkte Unterschied. Da wird definitiv noch einiges passieren. Und somit war es das jetzt auch mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.